Demonstration in Moldawiens Hauptstadt Chișinău. Das ist hier selten. Der 30-jährige Oleg und seine Mitstreiter protestieren heute gegen eine Straßenumbenennung durch die Regierung. Dieser Boulevard soll bald wieder Leninstraße heißen. Die Geheimpolizei fängt jeden Schritt der Demonstranten. Ich ermuntere die Leute auf die Straße zu gehen. Ich fordere, dass sie Zeitung lesen, sich im Radio oder im Fernsehen informieren, damit sie wissen, was in der Welt und in unserem Land vor sich geht. Ich will hier in Moldawien bleiben, damit sich die Zustände in diesem Land endlich ändern. De ce ai fac o emisiune? De ce ai chem pe oameni la protest? Am acceptat să fiu președintele unei organizații contestatare, protestatare care stă mai mult în stradă, pentru că vreau să se schimbe lucrurile. In diesem Palast residiert Präsident Wladimir Voronin, ein ehemaliger sowjetischer Polizeigeneral. Eine Million, vor allem junge Menschen, haben das Land in den vergangenen Jahren verlassen. Die meisten illegal. Viele nach Russland, die anderen nach Italien oder Ungarn. Oleg verdient im Monat 50 Euro. Das geht nur mit mehreren Jobs. Er ist Radiojournalist und arbeitet in der Bibliothek. Zusätzlich layoutet er Internetseiten. Miete zahlt er nicht. Die winzige Wohnung gehört seiner Freundin. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Du kannst mit weniger als einem Dollar im Monat überleben. Es gibt Leute bei uns, die haben gar kein Einkommen. Die müssen dann von weniger als einem Dollar leben. Und die haben sich daran gewöhnt. Das heißt, sie überleben, aber für mehr nicht. Dass man sich daran gewöhnen kann, ist das Schlimme. Wenn du willst, dass du kolotierst, să vezi lumea, să comunici cu alții, nu prea să ajungi bani. E rău cu oamenii să obișnuiesc. Poate dacă nu s-ar obișnui, ar fi mai bine că ar lupta să aibă o viață mai bună. Es ist ein Wahlwerbespot der christdemokratischen Volkspartei PPCD. In dem orangenen Wind aus der Ukraine unter Unterstützung des ehemaligen Clinton-Beraters Dick Morris will die Partei bei den Parlamentswahlen die Kommunisten aus dem Amt blasen. Sie präsentiert sich als moderne und weltoffene Partei für Europa. Die Pharmaziestudentin Viktoria Kuschnir engagiert sich seit 4 Jahren bei den Christdemokraten. In den Wochen vor der Wahl geht ihre gesamte Freizeit für den Wahlkampf drauf. Hurra! Hurra! Viktoria am 6. März auf dem Weg ins Wahllokal. Studenten, die einen Großteil der Gegner der Regierung ausmachen, wird die Wahl erschwert. Sie dürfen nur in ihren Heimatorten wählen, nicht am Studienort. Sechs Stunden später. Viktoria wartet mit ihren Parteifreunden auf das Ergebnis. In der ersten Hochrechnung stehen die Christdemokraten immerhin noch bei 14%. Im Endergebnis jedoch sind es nur noch 9. Wahlfälschung? Die Enttäuschung ist riesig. Aber immerhin, die Regierung hat die absolute Mehrheit verloren. Eu voi continua activitatea mea politică în acest partid cu mai multe speranțe și cu mai mult spor, pentru că văzând că noi avem succes și voturile noastre sunt în creștere, eu sper că la următoarele alegeri noi vom obține victoria mult așteptată. Der Tag nach der Wahl. Viktoria lebt sehr beengt, zusammen mit Mutter Elvira und Vater Vasilij und einer Schwester. Die Eltern arbeiten als Englischlehrerin und Metallhändler. Beide haben noch einen Zweitjob. Elvira gibt Privatstunden in Englisch und der Mathematiker Vasilij Nachhilfeunterricht, um die Familie durchzubringen. Wohnraum ist knapp und teuer. Die Eltern waren erstaunt, als Viktoria begann, sich in der Politik zu engagieren. Ihre Tochter träumt davon, Außenministerin zu werden.
Nu cred că este prea tânăr, fiindcă tineretul meu a trecut prea multe greutăți și tineretul Meine haben Sie die schwierige Zeit der Perestroika erlebt. Die Älteren sind völlig unfähig, etwas zu unternehmen. Ich denke, es ist für Viktoria nicht so schlimm, denn sie es schafft, profitieren wir alle davon. Adică eu nu socot că e prea de vremea, socot că dacă ea reușește, înseamnă că e bine. Auch Aliek denkt nicht ans Aufgeben. Obwohl er vom Staat schikaniert wird. Seine sechsstündige Radioshow auf einem landesweiten Privatsender wurde gestrichen. In Moldawien herrscht Zensur. Jetzt macht er bei dem Lokalradio Simgera weiter. Ich hoffe, dass sich etwas ändert. Ich gehöre zu den Leuten, die sich bemühen, damit sich in Zukunft etwas ändert. Wenn es trotzdem so weitergeht, so 10 bis 15 Jahre, das wäre nur schwer zu ertragen. Dann werde ich anfangen, über Auswanderung nachzudenken. Es muss sich spürbar etwas ändern. Noch weitere 10 Jahre zu warten, ist zu viel für ein Menschenleben. Simțitor că altfel e prea mult pentru o viață de om.